Hallo, herzlich willkommen zu Muso Talk, dem ersten Music- und Production-Podcast aus Sound Berlin. Sound Production-Podcast, bitte. Wie sagt der? Sound Production-Podcast. Hallo. Hallo. Sound Production-Podcast aus Berlin und Umgebung. Nee, das sagt er nicht, ne? Berlin, Neukölln. Ich hab's nicht oft genug gesehen. Ihr seid doch Fans, nicht ich. Ja, dann haben wir jetzt das Thema auch geklärt. So, was zocken wir? Eins oder vier? Zu Podcast. Nee, was waren jetzt? Ich habe jetzt überhaupt nicht alles mitgelesen. Ja, Jochen wollte mich dazu nötigen, dass ich da meine Sounds hochlade. Und ich habe gesagt, no way. Also es ging um diese Sample-Seite, auf denen jetzt Musiker Samples zur Verfügung stellen, zum es Runterladen. Ging um Rubber Tracks. Converse Rubber Tracks, genau. Genau. Ja. So, und da sind diverse Künstler vertreten, die in diesen Studios Samples aufnehmen und dort zum Runterladen zur Verfügung stellen. Und das Ganze wird gesponsert von Converse, oder? Genau. Soll ich das nicht verstanden? Genau. Also so wie ich das verstehe, buchen die Studios in größeren Städten, lassen da Musiker rein für einen Tag mit einem Engineer und die nehmen da Samples auf ihrem Lieblingsinstrument oder was auch immer und die werden dann in diese Sample Library gepackt. Ich weiß nicht, ob die Musiker da irgendwie für bezahlt werden oder so. Ich glaube weniger. Das ist wahrscheinlich mehr so gute Promo für die Mucker. Also ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz geil, weil du halt natürlich erstmal ganz nices Sample-Material hast. Also wenn du halt mal so auf sowas zurückgreifen willst, ne, kannst du halt mal hingucken und so. Musst nicht irgendwie eine Sample-CD kaufen oder so mit 1000 Loops, die du nicht brauchst oder so. Und ist geil aufgenommen, ist kostenlos und also ist eigentlich... Also finde ich jetzt besser als so jetzt wie freesounds.org oder so, wo du dann irgendwie Millionen Samples drauf hast, die du vielleicht eh nicht brauchst oder durch die du dich erstmal durchwühlen musst, ne? Ja, vor allem haben die Samples ja dann, das war ja dann der Knackpunkt in der Diskussion, die Samples haben ja so die Eigenart des jeweiligen Künstlers. Ach so, genau. Also die spielen das ja. Da gibt es Mount Kimby Samples oder sowas, wenn du die durchhörst, da sind schon irgendwie 8 Sounds drin, die klingen sofort so, oder das sofort irgendwie Mount Kimby im Kopf. Ja. Und das war ja im Prinzip das, was Erik meinte, was er den Signature Sound oder was er komisch findet, dass man dafür seinen Signature Sound so hergibt. Ach so. Weil es dann nichts mehr Besonderes ist, weil jeder dann halt mit den Samples irgendwas in die Richtung bauen kann. Ja, aber da gehört ja meistens auch noch mehr dazu. Also und ich habe mir das auch schon mal überlegt. Also ich hatte ja früher auch schon das irgendwie Sounds gebaut in meinen Tracks, wo dann Leute gefragt haben, ah, gib mir doch mal das Sample. Also du hast da so einen geilen Bass-Sound, ne? Und da hatte ich dann auch mal überlegt, wenn ich denn jetzt eigentlich den Sound gebe, dann klingt der ja genauso wie ich und so, ne? Ja, war ja früher gerade so in dieser Drum-Bass-Dubstep-Ecke. Da ging es ja immer nur darum, wer hat die derbste Bassline und wer hat die knalligsten Drums. Und da war das ja auch so ein Horten von seinen eigenen Sachen. So, oh nee, ich sag dir nicht, wie ich diese Reeds gemacht habe. Oder ich sag dir nicht, wie ich die Snare so knallig gekriegt habe. Weil sonst machst du das ja auch. Und das ist ja doof. Habe ich irgendwie nie verstanden. Keine Ahnung. Naja, aber im Producer Network war das nicht so. Damals haben wir uns schon alles gesagt. Und das war ja der Beginn der Diskussion, als Bully meinte, er hat gerade wieder irgendwo ein Serum Preset Bass mit einer Drum and Bass Drum Break Geschichte gehört und dann habe ich ja gleich gemotzt, von wegen, dass das ist ja nichts Besonderes, das macht halt jeder und mit solchen Sample Libraries, das ziehst du dir in die DAW rein und dann noch davon einen anderen Signature Sound und was bist dann du? Bist du dann die Klaviatur von dem Ganzen, nur weil du die Samples in deine DAW ziehst? Du baust die halt irgendwie zusammen. Also das ist ja wie ein Koch, der seine Sachen halt auch im Supermarkt kauft und nicht selber anbaut. Ja, klar, aber das für mich ist das halt noch ein Unterschied, wenn da ein Artist, der es von dem Charakter hat.
wenn du dann nur noch mit sowas arbeitest oder so perfekt ausproduziert wie jetzt diese Breaks von den Sample-CDs, da musst du ja eigentlich nichts mehr machen. Und für mich gehört halt irgendwie ein bisschen mehr dazu, als nur ganz fertiges Material irgendwie in die richtige Reihenfolge zu kriegen. Aber ich muss mal kurz mal was dazu sagen. Also da greifen auch verschiedene Dynamiken, glaube ich, mit ein. Nämlich erstens mal, dass es Leute natürlich gibt, die sich das runterladen und so plain verwenden in ihren Tracks. Die gibt es. Meistens sind das aber Einsteiger. Und da finde ich es okay. Die knallen erstmal diese Loops zusammen und denken, boah, geil, klingt ja geil, ne? Das machen die aber auch nur 3 oder 4 Mal. Also zumindest ging das mir am Anfang so. Und dann fängst du an, die Sounds zu bearbeiten in deinen eigenen Stil. Also so, ne? Du lässt das dann ja nicht so. Also ich würde da noch eine Gruppe hinzufügen. Das sind zum einen Einsteiger und zum anderen halt Leute, die es drauf anlegen, für die Masse zu produzieren. Das funktioniert halt auch oft. Also wenn irgendwie ein neues VST rauskommt, bei Massive war das ganz krass. Als Massive rauskam, du bist die ersten 12 Presets durchgegangen und hattest sofort 12 Tracks, die in den letzten 24 Monaten released wurden. Konntest du nachspielen im Prinzip direkt. Es gab mal so eine Sample-Library von Vengeance, war die, glaube ich, aus diesem Vengeance-Forum oder sowas. Mhm. Du konntest original die ersten Trentemöller-Alben damit nachbauen. Du hast die CD genommen und hast einfach das komplette Album nachgebaut in der Nacht. Es waren exakt dieselben Sounds. Und ich weiß nicht, ob das, also wie rum das in dem Fall war, ob die Trentemöller gesampelt haben und das verkauft haben oder andersrum. Aber das sind schon auch Leute, die halt, die es halt nicht nur Einsteiger, sondern auch Leute, die sehr genau wissen, was sie da tun und vielleicht auch gar nicht den Anspruch haben, was Eigenes zu kreieren, weil die wissen, da nehme ich den Sänger nachher drauf auf und dann schicke ich das in die Promo und dann läuft das im Radio. Und da muss ich gar nicht viel am Sound tweaken, weil die Sounds, die heutzutage auf Sample-Libraries sind oder aus VSTs rauskommen, die sind ja fertig. Da gibt es ja keinen, da musst du ja gar nicht mehr dran umschrauben, wenn du nicht willst. Im Prinzip. Deswegen, also ich denke, jemand, der wirklich schrauben will, jetzt so wie Jerry, der fängt mit Sample-CDs und auch mit Rubber-Tracks oder so gar nichts an. Und kann das vielleicht auch nicht nachvollziehen. Nicht nachvollziehen, warum das jemand macht. Aber ich find's total legitim. Also ich bin halt Fan von, wenn der Sound passt, dann passt der Sound. Und dann ist mir auch ziemlich egal, wo der herkommt und von welcher Library der kommt. Man muss sagen, also diese Phase hat aber bestimmt jeder schon durch, der irgendwie Musik macht, dass er einfach mal fertige Sounds zusammenknallt, ne? Ja klar, und das funktioniert ja oft auch. Also ich habe halt nicht den Anspruch, dass ich, jetzt mal überspitzt gesagt, dass ich leiden muss, um einen geilen Sound zu kriegen. Wenn ich den geilen Sound auch einfach haben kann, dann ist das geil, dann freue ich mich. Im Prinzip. Also, keine Ahnung. Ja, ich sample schon auch, klar. Ich verfremde das dann halt so oder biegs mir dann zurecht. Ja, aber du würdest nicht deine jetzt einen Song von dir nehmen und die Samples Stems exportieren und die irgendwie for free anbieten? Nee. Würdest du sie für Geld anbieten? Nee, glaube ich. Ja, kommt eh nichts bei rum, weil es gibt ja so viel umsonst. Also ums Geld ging es mir da gar nicht, sondern mehr so von der Attitüde, dass es eben immer alles frei verfügbar ist und dass eigentlich so wenig Wertschätzung auf so Sounds gelegt wird. Auch in der Musik, entweder du bist top und dann liegen dir die Mädels zu Füßen, jetzt mal metaphorisch gesprochen, oder du bist halt irgendeine Randfigur und magst dein Ding aus Passionsgründen. Aber dazwischen gibt es eben so wenig und halt auch so wenig Wertschätzung aus in irgendwelchen Nischengenres, wo sie sich dann untereinander halt hochpushen. Ja, aber was da in den Top Ten ist, das hat ja eh nichts mit Soundqualität zu tun. Das ist ja da reingepusht mit allem möglichen anderen Kram. Also das hat ja nun so oder so nichts mit Qualität zu tun. Hat mit musikalischem Anspruch nichts zu tun, klar. Ja. Aber also für mich ist halt da eine, keine Ahnung, ich kann das irgendwie oder versuche das zumindest zu trennen, dass die Qualität des Sounds oder wie gut mir der Sound gefällt, eigentlich überhaupt nicht davon abhängt, wie viele tausend Mal der schon verwendet wurde. Also im Prinzip wäre ja dann jeder Drum-Bass-Track, in dem ein Amen-Break vorkommt, müsstest du sagen, ja komm, Alter, hau ab jetzt. Ja. So. Aber es ist halt irgendwie, es funktioniert halt oft.
Und dann macht man das halt so. Und dann ist es mir auch ziemlich egal. Ja, aber dann... Dass wertgeschätzt wird oder... Also die Wertschätzung von anderen verändert ja den Sound für mich nicht. Der ist ja für mich ein cooler Sound. Vielleicht muss man unterscheiden, was auch was für Musik man macht. Wenn man eher funktionale Musik jetzt macht für einen Dancefloor, wo man weiß, das sind bestimmte Regeln, an die ich mich halten muss, dass es überhaupt funktioniert und ein Amen funktioniert eben, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn man eben versucht, irgendwie so einen eigenen Charakter in seinen Sound einzubauen, dann habe ich eben gemerkt, dass ich mit so fertigen Sachen eigentlich immer in der Sackgasse lande, weil ich mich dann immer versuche, an dieses Fertige anzupassen und dann, ich finde mich dann eben nicht mehr in dem Sound. Und dann fühlt sich es eben auch nicht richtig an. Aber das ist was sehr Subjektives. Ja, ich glaube, ihr Zweien oder wir Dreien, wir bewerten dann auch natürlich das aus unterschiedlichen Perspektiven nochmal, ne? Das auf jeden Fall, klar. Aber also für mich hat jetzt halt grundsätzlich, was Jerry gerade gesagt hat, Verfügbarkeit nichts mit Wertschätzung zu tun. Nö, das hat auch nichts miteinander zu tun, weil wie auch, ne? Also, für mich ist das, und wenn es das Sample auf jeder Sample-Seite für lau gibt, macht das ja das Sample nicht besser oder schlechter. Ja, oder wenn ein Sample ewig viel kostet und keiner das verwendet, dann ist es nicht automatisch besser. Es ist dann halt nur seltener oder so, ne? Aber nicht unbedingt besser. Also, ja. Ja, aber ist das nicht? Also für mich ist das immer eine der spannendsten Phasen, wenn ich neue Musik entdecke, wo ich dann das Gesamtkunstwerk, nenne ich es mal, höre und denke, ja, fuck, wie hat er das gemacht? Und wenn das dann alles so frei verfügbar wäre und in seine Atome zerlegt wird und dann, ja klar, dann kann ich halt diese Gitarrenspur hier nehmen und da habe ich noch das, dann verliert es halt für mich halt diesen Zauber irgendwie. So da, das hat der gemacht in dem Augenblick und das war was ganz Besonderes und das funktioniert in dem Gesamtkunstwerk und wenn ich mir dann einzelne Parts einfach rauspflücken kann, weiß nicht. Ja, macht es für mich aber nicht... Ja, also wenn man das dann halt also so sieht... total spannend, also sowas aufgedröselt zu sehen. Und das ist jetzt mal nicht unbedingt überhaupt abhängig von, ob ich den Song jetzt so krass finde oder ob ich denke, wow, da sind Sounds drin, die habe ich noch nie gehört. Wie hat er das gemacht? Also das aber ein Beispiel, da gibt es doch dieses ewig lange YouTube-Video, wo Leute gesammelt haben, von wem Burial alles gesampelt hat. Das ist zwar nochmal eine andere Diskussion, aber als ich das erste Mal gesehen habe und gemerkt habe, dass der komplette Passagen aus Videospielen gezogen hat, da Ghost in the Shell und was er da alles gerippt hat, komplett eigentlich 1:1, da hat es für mich in dem Augenblick den Zauber verloren, weil für mich war halt das hat alles perfekt zusammengepasst und dann habe ich diese Einzelsounds gehört und dachte mir, okay, zu viel, er hat einfach ein gutes Händchen für die Selection, aber so viel hat er dann gar nicht verändert. Ja, aber das hat für mich gar nichts verändert, muss ich sagen. Nee. Also ich höre die Tracks genauso gern. Ja. Also das ist das, was ich meinte mit der unterschiedlichen Bewertung von diesen Sachen. Also wenn du halt danach gehst, wie oft jetzt ein Sound verwendet wurde, ob ich einen Sound jetzt danach bewerte, wie oft der verwendet wurde oder nicht, das macht es ja dann auch recht einfach wieder, dann in diesem Wertungssystem einen guten Sound zu erzeugen, nämlich indem man irgendeinen nimmt, der nicht verwendet wurde. Dann ist er ja nicht automatisch gut, oder? Also, aber nach diesem Wertungssystem ja schon. Ja, ein anderer Vergleich, so mal nach Zahlen, wenn dir jemand die perfekte Form für ein Landschaftsbild vorgibt und schon die Konturen vorzeichnet und du malst es gar aus und setzt die Farben, dann ist das ja auch, kann das auch toll aussehen. Aber ich fände es halt viel spannender, wenn der Maler oder der Künstler die eigene Form findet und eben nicht in dieses vorgefertigte Raster reinsteht. Ja, aber vielleicht ist das ja erst der nächste Schritt. So. Ja, also ich finde überhaupt nichts Verwerfliches dran, irgendwas, was vorher noch nicht da war, für alle öffentlich aufzudröseln und zu zeigen, guck mal, so hat es funktioniert. Weil ich meine, das ist ja, nur so kommen ja wieder Leute auf die Idee, daraus wieder was Neues zu machen. Und ich glaube, davor darf man halt keine Angst haben.
Einfach. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde solche Interviews natürlich auch super spannend, wo Leute dann erzählen, wie sie das Ganze gemacht haben. Aber da interessiert mich dann eigentlich mehr der Prozess und ich bin nicht an diesem einen Sample dann interessiert und will dieses Signature-Sample dann neu verwursten irgendwie, sondern ich bin da mehr auf das Wissen aus. Aber guck mal, ja, pass mal. Du wirst im Prinzip den Vorgang kopieren. Du wirst nicht den Sound kopieren. Ja. Du wirst zum Beispiel sagen, oh, das hat er mit dem Plugin gemacht oder das hat er dadurch gejagt. Geil, das hole ich mir. Das ist ja im Prinzip aber dasselbe, dass du halt nicht das Endergebnis bekommst, sondern den Schritt davor. Naja, wenn du es wie mit einem Instrument lernen, dann zeigt er halt, wie man so ein spezielles Lick spielt. Aber ich will da nicht genau dieses Lick spielen, sondern habe einfach die Technik verinnerlicht. Yeah. Das ist für mich schon ein Unterschied, ob du dich dann einfach mit dem fertigen Endresultat abspeisen lässt oder dich wirklich dafür interessierst, für den Prozess. Darf ich mal kurz noch was sagen zu diesem Bild da, was du gemeint hast, Jerry, dass du da schon so eine Kontur vorgegeben hast, ne? Ja. Dieses Beispiel oder diese Analogie funktioniert aber auch nur, wenn du dann sagst, okay, der hat diese Vorlage natürlich auch ausgewählt aus einem Pool von Tausenden oder Millionen von Vorlagen, von vorgegebenen Linien, okay? Also du hast ja dann nicht nur eine Vorlage, sondern du hast halt Tausende. Nämlich, dass du 1000 Möglichkeiten hast, irgendwoher ein Sample zu kriegen, das musst du ja auch mal auswählen. Nämlich, dass dir das gefällt und dass du das als Vorlage verwenden willst. Und dann kommt noch die andere Sache hinzu, wenn du Millionen von Vorlagen hast, ist es dann nicht das Gleiche zu sagen, einfach, ich nehme irgendeine von diesen Millionen oder 1000 Vorlagen oder ich zeichne zufällig irgendeine, die vielleicht sogar zufällig übereinstimmt mit einer von diesen Vorlagen, die schon da sind. Also da kommt dann Zufälligkeit und Auswahl aus einem Pool von Möglichkeiten, die korrelieren dann schon so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber da müsstest du ja omnipräsent drüberstehen, um da eine Korrelation herzustellen. Weil wenn ich das für mich aus mir herauskommt, dann und es gibt zufällig jemanden, der das genauso gemacht hat auf der Welt, dann ist es trotzdem meins. Dann würde ich das mit einem Schmunzeln, okay, der hat aus dem kam genau die gleiche Inspiration. Aber wenn ich aus diesen Millionen von Möglichkeiten eine auswähle, dann ist es für mich halt ja ein Stück weit random. Klar, ich bin jetzt in der Mood, habe jetzt den Geschmack gerade, ziehe ich mir halt dieses Sample rein. Aber das ist für mich nichts Besonderes. Das könnte im nächsten Augenblick ein ganz anderes Sample sein. Und da weiß ich halt nicht, ob das eine innere Inspiration ist oder einfach nur gerade aus einer Laune rausgeht. Gut, dann ich glaube, man muss sich halt ein bisschen davon lösen, dass also wir stellen uns ja gerade vor, dass es jemanden gibt, der sucht gezielt danach, boah, wie kann ich wie Mount Kimby klingen? Oder wie kann ich wie, keine Ahnung, Justin Bieber klingen? Und macht sich dann auf die Suche, geht ins Netz und googelt Mount Kimby Samples. So, oder Mount Kimby Sound. Und dann wird ihm unter anderem halt Rubber Tracks vorgeschlagen, weil das halt so die Mount Kimby Sample Library ist, die es halt gibt. Und da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 123 Files drin, sehe ich hier gerade. So. Mit denen fängt er jetzt an zu arbeiten, aber das heißt ja nicht, dass er also, der sucht ja nach einer Soundwelt. Der sucht ja nicht nach dem einen Sound, der Mount Kimby ausmacht, weil den kann er ja, so weit denkt er ja gar nicht, so weit, also das kann er ja gar nicht definieren, den gibt es vielleicht auch gar nicht, so diesen einen Synth-Sound. Das heißt, du suchst ja auch nur nach Moods im Prinzip. Und dann findest du vielleicht den einen Sound, der dir dann, bei dem es dann Klick macht, auf den du aufbaust im Prinzip. Ich glaube halt nicht, dass jetzt jemand hingeht, die 123 Mount Kimby Samples nimmt und die in eine DAW reinschmeißt und irgendwie anordnet und das rausbounst. Nee, ich glaube, du, dein Argument macht schon Sinn, dass das, und da erkenne ich mich ja auch als. Oh, jetzt ist dein Mikro aus, oder? Ja, hier ist Batterie ist alle. Hallo? Hallo? Ja, jetzt bist du. Ich glaube, du hast schon recht, Jochen, mit dem ersten Schritt. Da ist schon was dran, weil da kenne ich mich ja auch selbst. Ich habe ja am Anfang auch
mir dann bewusst die Artists angeguckt, die mir besonders gefallen, und habe dann versucht, erstmal das zu imitieren, um mir da ein bisschen aufzubauen, wie das funktioniert. Aber ja, das ist halt ein bisschen ein Problem unserer Gesellschaft, weil richtig interessieren und dranbleiben, ja, machen halt nicht viele. Und das ist das, was ich immer mit dieser Besonderheit meine. Ich mache das jetzt schon 18 Jahre vor mich hin und will da auch gar nicht groß jetzt in die Öffentlichkeit, aber es ist eben mein Ding. Aber jeder schmeißt es halt sofort ins Netz, seine Errungenschaft, und dann schmeißt er halt ein paar Samples zusammen. Und klar ist er noch nicht so weit, dass er dann seinen eigenen Sound hat, aber das wird halt alles geflutet mit diesem Zeug. Und, ja, und du hast halt gleich so einen, naja, ich sag mal, hohen Qualitätsstandard mit solchen fertigen Samples, dass diese Qualität überdeckt die fehlende Kreativität des Erschaffers. Aber, und dann bist du halt in diesem Meer an gut klingendem Zeug, aber wenig originell, und das ist das, was mir halt nicht reingeht. Aber kann man da, ist man dann vielleicht nicht, bewertet man das auch nicht so ein bisschen über? Also ich meine, am Ende ist ja Musik auch nur dazu da, um dir eine gute Zeit zu beschaffen. Also du hörst dir das an und du denkst, boah, klingt geil, oder schöne Harmonien, oder ja, schöner Sound, und ja. Ja, wie gesagt, das meinte ich ja schon, vielleicht muss man da unterscheiden zwischen funktionaler Musik, die unterhalten soll oder dich zum Tanzen bringen soll, oder ich bin halt immer mehr jetzt in diese, ja, mehr in diese Ausdrucksgeschichte gedriftet, oder das ist für mich ein künstlerischer Aspekt, das sich auszudrücken oder sich mitzuteilen, und dann ist es eben nicht damit getan, nur eine Soundwelt von einem anderen zu nehmen und dann in den eigenen, in die eigene DAW zu laden, sondern dann sucht man ja nach seiner Stimme. Und wenn ich ehrlich bin, versuche ich immer weniger andere Musik zu hören, weil ich mich gar nicht mehr so beeinflussen lassen will. Ja, aber ich glaube, das ist gut, klar, also das kann ich nachvollziehen, aber das sind dann im Prinzip zwei Paar Schuhe, über die wir sprechen. Also ja, jemand, der experimentelle Musik machen will, googelt nicht nach Nicolas Jar Sample Pack. Ne? Ja, ja. Der will das halt machen. So, also das ist einfach eine andere Herangehensweise. Ich finde es grundsätzlich total cool, dass alles die ganze Zeit verfügbar ist und in einer Riesenmasse. Weil so kriegst du viel mehr Leute dazu, das mal auszuprobieren. Jeder hat irgendwie einen Laptop und jeder kann sich bei Rubber Tracks oder irgendwo anders ein cooles Sample holen, was jetzt nicht super Standard ist, sondern ihn vielleicht auch schon mal ein bisschen in irgendeine Richtung inspiriert, die halt nicht Pop ist oder nicht der Standard-House-Sound, ja, oder keine Ahnung. Aber guck mal in die Vergangenheit, da gab es sowas ja nicht, und da gab es ja auch Supermusiker, die ja einen anderen Weg gegangen sind. Und es ist nicht eine Gefahr in dieser super krassen Verfügbarkeit, dass du so schnell einsteigen kannst und auf so ein hohes Level gleich kommst und dann schmeißt du es aber weg, weil dann kommt der nächste neue Trend auf dich zu, und ja, das macht dich ja nicht zum Musiker, sowas. Aber, muss es ja auch nicht. Ich wollte nochmal kurz einhaken, weil ich komme überhaupt nicht zu Wort in meinem eigenen Podcast. Verdammt nochmal. Nee, ist okay. Ich wollte nochmal einwerfen, auch jetzt mit Jerry, weil der das auch immer so betont, mit seinen Eurorack da jetzt zum Beispiel. Ich sehe das halt auch so, dass ich das vielleicht auch gar nicht so einzigartig jetzt finde dann am Ende. Also am Ende sehe ich die Module, die er verwendet und wie er sie verschachtelt vielleicht. Das sind ja auch wie eine Art Presets. Also diese Module haben ja auch so einen Signature-Sound, und der ist ja auch nicht einzigartig jetzt. Also hat er vielleicht auch ein Modul, wo er einen Oszillator hat oder so, wo er dann versucht, dann Sounds selber zu kreieren, oder jetzt, wenn du so FM-Synthese hast oder so, ne, dass er dann irgendwie Sounds erschafft, die so noch nicht da gewesen sind in so ihrer Form oder Kombination. Aber im Grunde genommen ist es doch schon eigentlich, egal was man macht, immer irgendwie schon mal da gewesen. Also ja, es ist ein Gefühlsding, glaube ich. Also vor allem bei Jerry halt. Ja, klar, ja. Das ist mir schon klar, ja. Aber ja, klar haben Module, wenn wir jetzt auf die Technikschiene kommen, ein Stück weit ihren Signature-Sound, aber der ist eben viel
viel breiter wie jetzt bei einem Kontakt-Sample-Player, wo du halt mal einen Cut-Off rausdrehen kannst oder noch irgendwelche Amplituden einstellen kannst. Da kannst du ja nicht so krass eingreifen. Und jemand, den ich jetzt vor meinen Rack setzen würde, der würde was komplett anderes, bin ich mir sicher. Das würde komplett sich anders anhören. Und das ist das, was mich halt dran fasziniert, dass jeder da anders rangeht und das Instrument auch so unterschiedlich klingen kann, dass du eben viel mehr das Gefühl hast, deinen Signature-Sound da rauszuholen, weil du eben so rangehst an das Teil. Ja, gut, das ist klar, du hast schon eine große Spanne, aber das hast du im Prinzip mit einem Plugin auch. Und das hast du auch, wenn du in einen Plattenladen gehst und sagst, ich gehe heute mal Platten dicken, weil ich ein paar Samples finden will. Da hast du das auch. Da stellst du einen vor's Soul-Regal, der holt sich da ganz andere Platten raus als du. Das, aber ja, klar. Aber nachher ein Hip-Hop-Beat damit, im Prinzip. Weißt du? Ja, also, aber das ist für mich nochmal was anderes, wenn das jemand ja aus einer Passion macht, Samples zu suchen auf alten Platten. Das ist für mich nicht diese totale Verfügbarkeit, weil dann ist das Teil ja von seiner Inspiration. Der hört sich diese Platten wahrscheinlich ganz genau an und dann ist vielleicht mal ein Sample dabei, aber dann ist es auch eine Liebe zu der Musik und nicht nur Samples runterrippen, maximal viele, sondern... Ja, aber ja. Ich wollte nur auf die Analogie raus. Also geh mal davon aus, als die Leute angefangen haben, Platten zu samplen, Vinyl zu samplen, da gab's, ich sage jetzt mal, da gab's in Hamburg halt vielleicht 2 Plattenläden. So, dann plötzlich gab's dann Platten im Multimedia-Markt. So, Saturn, keine Ahnung. Und plötzlich ist die Auswahl riesig und du kannst überall Platten kaufen. Und du kriegst auch plötzlich irgendwelche Platten aus Übersee oder irgendwelche Platten aus... Ist ja im Prinzip exakt dasselbe. Plötzlich ist eine Verfügbarkeit da. Plötzlich ist das an jeder Ecke. Und du kannst jeden Mittag, wenn du Bock hast, auf dem Hauseweg kurz in den Plattenladen und dir eine Platte kaufen. Oder Platten durchhören zumindest. Ja, aber das ist was... Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, aber ein Plattenladen ist was anderes wie eine Converse-Rubber-Geschichte, wo du dann 1000 Samples dir runterziehen kannst von den Künstlern, vorgefertigt, dass du sie einsetzen kannst. Also diese ganze Vinyl-Dicking-Geschichte, das ist für mich nochmal ein eigenes Universum. Also, es gab aber damals auch schon Platten mit Samples drauf. Ja, klar. Naja, aber das waren keine Samples, das war halt in der Musik mal eine Passage, wo du was rausziehen kannst. Aber diese Sample-Geschichten, über die wir jetzt am Anfang gesprochen haben, die sind ja bewusst gemacht, dass er eventuell in anderer Musik eingesetzt werden, dass du nicht 10 Spuren übereinander, wo du da rum-EQen musst, dass du vielleicht irgendwas rauskriegst für deinen eigenen Track. Also da musst du schon ein Stück weit kreativer sein, wenn du mit Vinyl-Samples rumhantierst. Aber ich weiß halt nicht, ob man das auf Kreativität zurückführen kann. Also ich bin auch fasziniert, wenn jemand, zum Beispiel jemand, der eine Collage macht, der halt irgendwie Zeitungsschnipsel ausschneidet oder Zeitschriften und die irgendwie so wieder zusammensetzt, dass Burial. Ich denke, ja, genau, das ist Burial. Und wenn mich das inspiriert, dann ist mir das eigentlich ziemlich egal. Also ich gucke nicht nach, aus welchen Zeitschriften hat er das geholt. Ja, und du musst das erstmal genauso zusammensetzen, wie er das gemacht hat. Also der hat genau. Ja, die Kunst kann ich respektieren und das ist für mich nicht weniger kreativ, als hätte der sich hingesetzt und hätte die ganzen Sounds alle selber gebaut und wäre aufs selbe Ergebnis gekommen. Ja, für mich ist das Burial-Beispiel ja auch ein krasses, weil den Sound gab es für mich halt vorher nicht und ja. Er lebt halt von diesen Samples und von dieser Collage und ich spreche dem ja auch nicht die Kreativität ab, aber das, wie schon gesagt, das ist halt mein subjektiver Blick, wie ich mich ausdrücken will und das, was er gemacht hat, er hat ja ein neues Genre damit quasi erschaffen. Und Videospiele zu samplen war jetzt vor 10 Jahren auch noch nicht so en vogue. Aber und er hat es halt jetzt gemacht, jetzt machen das halt vielleicht viele. Aber ich muss mal sagen, du entzauberst ja auch damit
indem du dich dann mit den Prozessen von anderen Musikern beschäftigst, entzauberst du dir das dann ja auch automatisch. Also das ist ja mir auch aufgefallen, wenn ich, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, wo ich dachte, boah, die machen da in Drum Bass so krasse Basslines. Und dann, als ich das dann auch mal 4-5 Jahre lang gemacht habe, merkst du dann halt auch, naja, okay, das ist ja irgendwie auch immer dasselbe und so. Und ne. Ja, und das ist das, was Eri ja meinte, dass es für ihn so ein bisschen den Zauber verliert, wenn er den Prozess dahinter erkennt und dann vielleicht rausfindet, hoppla, der hat sich irgendwie die Hälfte auf Sample-CDs bedient. Ja, man kann ja doch einfach sagen, okay, ich höre mir die Musik einfach nur an und beschäftige mich nicht damit, wie er das jetzt erzeugt hat, um mir diesen Prozess zu entzaubern. Ja, aber jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Du hast ja vorhin angefangen hier mit dem Serum Bass Preset und mit diesem Break. Hm. Und wüsstest du das jetzt mal nicht und du hörst einen anderen Drum and Bass Track, wo sich einer alles mit One-Shots zusammengefrickelt hat, die Bassline hier irgendwie eingespielt hat und selber das Patch gebaut hat und dann im Vergleich diese zwei Presets, die klingen beide top. Und dann siehst du ein Interview, dass der eine sagt, ja, ich habe die zwei Samples in die DAW gezogen und der andere zeigt den ganzen Prozess, wie er das alles haarklein zusammengebaut hat. Mhm. Für wen hast du mehr Wertschätzung? Für den, der die Samples zusammengeworfen hat, gut zusammengeworfen, die passen perfekt zusammen, oder für den, der bis ins letzte Atom runtergegangen ist und seinen eigenen Sound damit definiert hat? Naja, das kommt ganz darauf an, aus welchem Blickwinkel ich das sehen möchte. Wenn ich auf der Tanzfläche stehe, ist mir das egal, weil ich es einfach nicht höre, es sei denn, ich kenne zufällig diesen Sound. Und wenn ich zu Hause an YouTube sitze und mir den Prozess angucke, dann denke ich mir natürlich, oh cool, der hat sich ja voll die Arbeit gemacht. Also das ist je nachdem dann halt, ne? Also, ja, ich glaube, für mich wäre es auch, mich stört das Wort Wertschätzung daran, weil es sind beides mal gute Ergebnisse. Eigentlich müsste man, wenn man es ganz objektiv sieht, müsste man sagen, Gott ist der Typ doof, Alter, der sitzt eine Woche da und schraubt sich einen Arsch ab, um aufs selbe Ergebnis zu kommen, wie der Typ, der nur zwei Samples da reingezogen hat. Im Endeffekt also, ist der Typ mit den Samples ja auch schlau. Auf eine Art. Genau. Also, ja, das ist es, genau. Und das finde ich. Aber da geht es doch nicht um Schlauheit. Es geht ja auch nicht um Wertschätzung. Also ich kann ja nicht sagen, der ist mir sympathischer oder der ist mir weniger sympathisch, weil beide haben irgendwas gemacht, von dem ich sagen muss, das ist irgendwie cool. Also ich habe da vielleicht einen gewissen künstlerischen Blick auf die Sache und Kunst ist für mich auch ein Stück weit Handwerk. Ja, aber Kunst ist sowieso völlig frei. Da gibt es Leute, die klatschen einfach nur irgendwelche Farbeimer an die Wand und verkaufen das dann für auf den Cola. Dann fragst du dich auch, ja, was könnte das können sie ja. Und das ist ja auch Kunst. Siri wieder weg. Er hat das Mikro verschluckt. Das klingt immer so. Und wenn jeder maximal effizient arbeitet, sodass er ganz schnell zu dem Ergebnis. Oh, Jeri, du brichst ab. Jetzt geht's wieder? Ja. Also, was mich dann stört, ist, dass dieses Effizienzdenken, dass einer maximal schlau aufs gleiche Ergebnis kommt, aber mit der Arbeit, die sich jemand anderes gemacht hat, weil nichts anderes ist es ja mit solchen Samples. Da hat jemand, diese Musiker bei Converse, die haben 10 Jahre lang Gitarre gespielt oder der spielt 20 Jahre Drums und der andere Künstler hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt und schmeißt das halt zusammen und dann sagt ihr, ja, der ist schlau. Also das, naja, das ist mir gar nicht reines Argument. Das ist, weil du den Prozess überbewertest oder zu stark bewertest. Für dich zählt eigentlich nur der Prozess. Ja, du darfst nicht vergessen, dass der Typ bei Rubber Tracks das freiwillig gemacht hat und sich dessen bewusst war, dass Leute das benutzen und dass der andere vielleicht eine total cool objektive Sicht auf dieses Gitarrensample hat, weil er überhaupt nicht weiß, wie es entstanden ist und das vielleicht komplett anders benutzt, als das jemals irgendjemand benutzen würde, der Gitarre spielt. Hm. Ja, mag sein, aber dann das ist ja, wie Leute teilweise Musik machen, ohne jemals oder ohne jegliches harmonische Verständnis oder was spiele ich jetzt nach C, was passt dazu, sondern einfach nur nach dem, was sie dabei fühlen.
Das, ja, aber das, das ist ja nochmal ein Unterschied und ich verwende ja auch Samples und ich ja, schneide die dann auseinander und baue die neu um, aber ich würde das halt nie so eins zu eins fertig produziert nehmen und das, also dem spreche ich halt ein Stück weit eine Kreativität ab, wenn einer nur noch was reinziehen muss und das ist für mich keine Kreativität, weil das ist ja zum Teil von den Tonlagen schon abgestimmt. Auf den Sample-CDs heute findest du ja schon Construction Kits, wo alles perfekt zusammenpasst. Mhm. Und ja, dann wenn du einen EDM-Track machst, dann liegt es halt auf der Hand, dass du dann irgendwann mit der Bassdrum kommst und noch ein paar Heads dazu und dann hast du den Bass und es spielt dann alles zusammen. Und wenn sich da jemand dann damit brüstet, ja, das habe ich gemacht und es funktioniert auf dem Dancefloor, die Arbeit eigentlich einer im Hintergrund macht, weil der das alles aufeinander abstimmt, dann kann ich da schon sagen, ja, wo ist dann der eigene Effort? Weil das ist für mich dann, das hat nichts mit Musik machen zu tun, sondern das ist quasi ein fertiges Produkt, das du nochmal schnell zusammenstellst. Ich würde nicht sagen, dass das nichts mit Musik machen zu tun hat. Also sagen wir mal so, breiter gefächert ist, ich würde nicht sagen, dass es nichts mit Kunst zu tun hat. Ja, aber da kann ich wieder die Analogie mit den Stiften bringen. Das war ja vor ein, zwei Jahren der Megatrend da, dass die Erwachsenen wieder das Malen anfangen. Und die malen dann, ja, ohne Witz, wir haben da Millionen verdient in der Arbeit, weil jeder diese Stifte wollte, um diese Malbücher auszumalen. Ja. Und da, das ist für mich auch keine Kunst. Das ist schon was, ja, ich mag Kreativität, kann man da schon verwenden, dass halt jemand die Farben auswählt. Aber da ist es erstmal eine Beschäftigung. Aber das würde ich nicht, derjenige, der diese Vorgaben, diese Templates macht, das ist für mich der Künstler. Aber kann man das nicht auch ironisch ausmalen, sowas? Nee, ironisch? Warte mal, Iri, wenn du sagst, der diese Templates macht, das ist für dich der Künstler. Das bedeutet, für dich ist auch jemand Künstler, der bei Big Fish Audio sitzt und diese billigen EDM-Drecks-Sample-CDs macht. Nice. Und die nur macht, um die zu verkaufen. Der ist mehr Künstler als der das Ding nimmt und dann zusammenbaut. Ja, definitiv. Also es gibt ja nicht nur schlechte Sample-CDs, die sind ja mittlerweile so gut, dass es ja absolut amtlich ist. Und ja, der, also der hat für mich auf jeden Fall mehr Künstleranspruch als derjenige, der das fertige Zeug dann zusammenschmeißt. Weil das hat der Typ nämlich auch schon gemacht, wenn er so ein Construction-Kit baut. Der hat quasi einen fertigen Track genommen und auseinandergelegt. Aber wer setzt denn, also ich meine, gut, das werden schon welche machen, aber wer setzt denn eins zu eins diese Tracks so zusammen, wie sie gedacht waren, zusammengesetzt zu werden? Ja, da, naja, es gibt, also wenn, dann hast du halt 20 solche Construction Kits und dann hast du die Serum Preset CD noch dir geholt und dann hast du, ja, dann holst du eine MIDI-Spuren, sind auch schon mit dabei. Ja, und dann drehst du halt so lange an den Presets rum, bis was zusammenpasst. Naja, aber du kaufst ja auch nur Module, steckst ein paar Kabel rein und dann drehst du so lange, bis es gut klingt. Naja, ist doch das selber. Das ist völlig anderes. Nee. Da kommt keine Bassline raus, die mir vorher jemand mit MIDI die Noten gesetzt hat und noch das Bass-Preset geschraubt hat und dann noch eine Automationsspur. Jedes Mal, wenn du neuen Tune machen willst, brauchst du ein neues Modul. Nee, also ich will ja jetzt auch nicht, ich will da jetzt nicht drauf rumhacken, das ist ja auch Quatsch, aber Stadium bin ich ja schon hinaus. Ja, nee, aber ich sehe das eigentlich alles so als eine Suppe, also ich weiß nicht, also es ist schwer, das zu trennen nach irgendwelchen Wertigkeiten. Also wenn man natürlich sagt, der Prozess ist King, also der sich die meiste Arbeit macht, der hat die größte Wertschätzung verdient, dann ist natürlich der am längsten braucht für ein Tune oder für eine Zusammenstellung von Tune natürlich ja, der Beste. Also ich habe Leute, die hab das Argument nicht mit der Länge. Also es muss nicht lange dauern. Oder mit einem komplexen Prozess oder so. Oder dass derjenige, der Schlauere ist, der das fertige Zeug zusammenbaut und die Rechnung geht halt für mich nicht auf, weil irgendjemand hat sich dahinter die Arbeit gemacht. Ja. Naja, sicher. Aber er stellt es ja auch frei zur Verfügung. Er sagt ja auch, komm hier, nimm das, wir machen eine Collaboration oder wie man das nennt, so, ne? Eine öffentliche. Kannst du ja machen, aber ich würde es eben nicht machen, weil ich damit eben den
den Boden noch weiter nähere, dass sich Leute es halt einfach machen. Und für mich ist muss es halt nicht immer einfach sein. Also, ja, aber was, also was du halt so ein Erziehungsding. Ja. Nee. Du möchtest die Leute eigentlich dazu erziehen, dass sie ihren Scheiß selber machen. Ja, und auch wenn du ein reguläres Instrument lernst, wenn du eine Gitarre nimmst und könntest es nach 10 Minuten, dann wäre das halt nichts Besonderes. Und es gibt halt Leute, die steigern sich da über Jahrzehnte hinein und beherrschen dann das Instrument und dann ist es für die was Besonderes. Und das meine ich mit dieser Beliebigkeit. Wenn das alles immer mehr frei verfügbar ist, dann verliert es halt für mich, ich nenne es jetzt wieder Wertschätzung und diese Besonderheit, weil es setzt sich keiner mehr so intensiv damit auseinander und weiß es dann zu wertschätzen, hey, der hat 20 Jahre an der Gitarre geübt, damit er dieses Sample da rausklopfen kann. Für dich ist es dann nur ein schlauerer Weg, um an ein Gitarrensample zu kommen. Ja, vielleicht hat aber auch jemand 20 Jahre geübt, Samples von Sample-CDs richtig zusammenzubauen. Nein, dann machst du was falsch. Das Lustige ist ja. Das ist ja Methode, weißt du? So, es ist ja. Also ich unterstelle demjenigen ja nicht, dass er es nicht besser kann. Vielleicht ist es ja. Also bei Burrell war damals klar, der hat keine Ahnung. Das war immer so die große Promo-Nummer. So der hat irgendwie von Musik eigentlich wenig Ahnung und von Technik schon gar nicht und der baut das alles in so einer total billigen Software zusammen und sowas. Was soll ich dem sagen? Also das kann genauso gut sein, dass das irgendeiner macht, der zum Beispiel, weiß ich nicht, Aphex Twin ist auch so ein Phänomen, der macht das seit 20 Jahren, macht aber immer noch denselben Scheiß im Prinzip. Der samplet sich selber. Das ist für mich, macht das überhaupt keinen Unterschied. Und der wird hoch gelobt, weil der macht alle Sounds selber und hat auf seinem neuen Album eine Riesenliste an Gear, die er dafür verwendet hat und viel Vintage-Zeug und bla bla bla. Aber es macht soundmäßig für mich, ich finde das Album scheiße. Es gibt mir nichts und da ist es mir egal, ob das FX Twin ist oder ob das Mariah Carey ist. Die Mucke gibt mir nichts. Und dann ist mir egal, wie sehr der sich den Arsch aufgerissen hat, diesen einen Sound zu erzeugen. Ja, am Ende ist es ja immer Geschmackssache, aber gucke ich halt bei so einer Retortenmusik dann hinter die Fassade dann und lass den Geschmack mal außen vor, dann bleibt halt nicht viel übrig. Am Ende bleibt halt immer eine Waveform übrig. Das ist und doch jemand, ein gutes Schlusswort. und jemand, der es feiert. Also das wir würden von der Musik, was von ich noch schlechten Musik ja nicht mitkriegen, wenn die nicht irgendwo laufen würde und wenn nicht irgendjemand hören würde und irgendjemand auch toll finden würde. Ja. Also ich kann einfach grundsätzlich mit diesem Wertschätzungsbegriff nix anfangen in dem Sinn, weil ich halt Respekt habe für beides. Ich wollte noch sagen, ich habe angefangen Musik zu machen mit Music Maker und da kriegst du einen kleinen Sequencer mit Samples dazu. Genau, nur und das war, glaube ich, Version 1 oder so, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und damals lief halt nichts mit Plugins auf dem Rechner, so, also so wirklich, das gab es eigentlich so nicht in der Form. Und da hatte ich dann angefangen, da irgendwie die ganzen Drum-Sounds und Bass-Sounds da reinzuschieben und dachte, lustig, aber wie kann ich mir jetzt die Samples selber erstellen und so. Ja. Und dann habe ich mir angefangen, Synth runterzuladen. Standalone Synthesizer für Windows. Mhm. Und der konnte Wave Loops exportieren und so. Und da habe ich da angefangen, Synth Sounds zu bauen. Und dann habe ich mir Fruity Loops Version 098 runtergeladen. Das war einfach nur ein Step Sequencer, in den du Samples reinladen konntest. Mhm. Oder Hammerhead oder wie das hieß. Hätte ich auch, ja. Ja. Und da konntest du auch Wave Loops rauslassen und so. Und so habe ich angefangen, da Dinger zusammen zu wursteln in Music Maker. Dann habe ich angefangen, okay, Music Maker ist von Sequencer halt nicht so geil und dann habe ich Acid, damals von Sony oder so. Soundforge, ja. Mhm. Ja, und damit habe ich dann angefangen, die ganzen Samples zusammenzuschmeißen und so weiter. Und so hat sich das dann gesteigert, ne? Also du bleibst dann nicht auf dem Level, aber es ist halt ein schönes Einstiegslevel auf jeden Fall für. Aber das siehst du, und zum Beispiel mein Einstieg ins Musikmachen mit dem Rechner war, dass ich diesen AWE64 Wave Editor von Soundblaster
den hatte ich halt auf meinem Rechner, weil da so eine Soundblaster-Soundkarte drin war, mein erster Computer. Und dann habe ich die CDs von meinem Vater genommen und habe mir da Drum-Samples rausgeklaut. Phil Collins und alles mögliche, Queen und so weiter. Aha. Hab die durchgehört und gewartet, bis irgendwo eine Bassdrum alleine steht und habe die rausgeschnitten. Aha. Und habe das da dann halt zu Beats zusammengeschnitten. Da bist du nie über 16 Takte rausgekommen, weil du ja kein Raster hast und nichts. Also du schneidest ja nur kopieren, einfügen, mischen, kopieren, aha, einfügen, mischen. Im Prinzip grundsätzlich war das nichts anderes als jetzt zu googeln Snare Sample. Naja, also sorry, Jochen, wenn jemand eine Snare sucht und daraus dann ein Beat macht, ist das ein viel größerer Act, als wenn jemand eine fertige Drum Loop von irgendeinem Super Funk Artist auf der Converse Rubber Ding sich zieht und dann hat er eben seinen Drum. Der ist ja null Aufwand. Du bist da zu deinem Vater und hast dir die Bass Drum gesampelt. Wenn ich bei Phil Collins einen Loop gefunden hätte, der allein steht, hätte ich den genommen. Ja, aber du hättest dich auch nicht damit zufrieden gegeben, irgendwann, so wie Poli auch. Der hat den Magic Music Maker genommen, hat gemerkt, ja, ich will was Eigenes machen. Und dann sind wir wieder am Anfang der Diskussion, dass es für viele vielleicht, das ist der positive Effekt, einen Einstieg bereitet in so eine Welt. Und auf der anderen Seite sehe ich halt, dadurch, dass eben alles so verfügbar ist und immer verfügbar, dass halt auch eine Gefahr besteht, dass die Leute, die sich länger damit auseinandersetzen, dass die halt gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es so viel einfacher ist, schon so gut zu klingen mit solchen fertigen Sachen. Und das ist wahrscheinlich mein eigener, mein Beweggrund, wieso ich das nicht so toll finde. Ja. Du schließt dann halt wieder auf, also hast du jetzt gerade zumindest gesagt, dass die weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ja, weil eben jeder kann Musik machen und das ist super easy, was ein schöner Effekt ist, aber ich fände es halt cool, wenn jeder dann auch wirklich versucht, seine eigene Musik irgendwann zu machen. Ob die dann mit Samples ist und verdreht, ja, aber das, ja, du hast vorhin gesagt, es gab diesen Typen, der seine Signature Sounds da für Spitfire hergegeben hat. Ja. Als Library. Und das erst komisch fand und dann aber gemerkt hat, das ist ganz geil, weil ich muss mich neu erfinden. Ja. Wenn ich noch meinen eigenen Sound haben will, sozusagen. Und das ist ja genau das, was Musiker ja immer tun werden, die Musiker sind. Die nicht darauf angewiesen sind, dass sie irgendwo Samples herkriegen. Das machen die ja sowieso immer. Jemand, der 30 Jahre dieselbe Mucke macht, der langweilt sich ja selber kaputt. So. Klar gibt es immer Leute, die das machen und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber alle Leute, die, von denen ich jetzt sagen würde, das sind große Musiker oder die, das sind gute Musiker oder die Mucke höre ich gerne oder das inspiriert mich, das sind immer Leute, die sich ständig neu erfinden. Und da ist für mich überhaupt keine, ja, ich habe da überhaupt kein Problem, meine Samples herzugeben oder zu sagen, hier habt ihr die Stems von meinem Album, macht damit, was ihr wollt, ist mir ziemlich Latte. Weil ich weiß ja eh, das nächste Album wird halt besser, nicht so sein wie das. Ja. Ja, also gegen die Künstler oder Musiker, die ja die Samples hergeben, habe ich ja, das darf jeder für sich entscheiden, ist ja auch gut so. Ich würde es halt für mich im Moment nicht machen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich jetzt gerade schon selbst erfinden will, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich halt schon gefunden habe, aber das, mein Groll, wenn das so rüberkam, das gilt nicht den Künstlern, die da auf dieser Converse Library das Zeug hochladen. Das ist klar. Sondern mehr den Leuten, mehr dieses, man macht sich's überall zu einfach, das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Ja, ist doch da, bist du schlau, nimmst es, ist schon fertig. Ja, so funktioniert es halt überall irgendwie und ich weiß nicht, ob dann wirklich eine Entwicklung, das kann man auf viele Bereiche im Leben übertragen, ob dann wirklich eine Entwicklung noch stattfindet. Gibt es dann wirklich noch Leute, die was wirklich meistern und wirklich bis in die atomare Ebene mal runtergegangen sind und dann auf was Neues kommen, das würde absolut viele Leute inspiriert. Absolut. Also ich glaube, der Prozentsatz an Leuten, die jetzt 15 Jahre Musik machen, nur dadurch, dass sie Samples von Sample-CDs zusammenschmeißen,
das ist ein verschwindend geringer Prozentsatz. Ja. Ich glaub, das ist auch so ein bisschen wie diese Grundeinkommensdiskussion, wo man dann denkt, wenn die anderen ein Grundeinkommen haben, gehen die nicht mehr arbeiten. Aber ich glaube, das ist schon so, dass dann die Samples nur zusammenschmeißen, das nicht auf längere Sicht hin tun. Also ich glaube, genau. So ist der Mensch also, nicht gestrickt, dass der... Das ist entweder was dich anfixt und dann fuchst du dich da rein und irgendwann willst du deine eigenen Samples aufnehmen. Oder es macht dir halt eine Weile Spaß und dann lässt es, weil es also, ist ja keine Entwicklung drin. Vielleicht Jan Lake macht das oder so, aber keine Ahnung. Das könnte sein. Hallo Jan, hör doch mal auf damit. Hallo. Ja, also ich glaube, wir können festhalten... Ja, für den ist es auch legitim. Für das, was der machen will und für sein Publikum, denen ist das scheißegal. Ja. Die wollen saufen und feiern und... Also auch wenn der an seinen Tunes da jetzt irgendwie stundenlang oder zigtausend komplizierte Prozesse hätte, das herzustellen, ich würde dem Musik so oder so nicht gut finden. Exakt. Und die ganze Kultur außenrum. Ja. Hm. Also ich glaube, wir können festhalten, dass es wirklich wie bei allen oder bei den meisten Sachen immer auf den Blickwinkel ankommt, aus dem man die Sachen betrachten möchte und jeder da seine eigene Wertschätzung rauszieht. Ja, absolut. Und ab nächster Woche könnt ihr unter www.jeri.de neue Sample-CD kaufen. Mit nie gehörten Samples. Ja. Jeri, ich will dann dein Album, das du mir vorab geschickt hast, und bring's unter meinem Namen. Ja, das ist dann aber halt Diebstahl, das ist nicht Sampling, Jeri. Das sind zwei verschiedene Passagen. Die ruhigen Passagen und pitches zwei Semitöne runter. Passt schon, ich bin schlau. Ist aber kreativ. Ja, das also, ist schon fast Burlesque. Aber was mir auch gerade noch einfällt, also wenn du als Produzent deine eigenen Sachen als Samples zur Verfügung stellst, das, ich glaube, den Punkt wollte ich vorhin eigentlich schon machen, dann stellst du dich selber ein bisschen unter Zugzwang, nämlich dass du Sachen, die du dann darauf folgend machst, besser sein müssen. Also ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich so auf meinen eigenen Sounds sitzen bleibe und die zwei- oder dreimal verwende, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich, das langweilt mich schon oder dass ich, ja, ja genau, das, dass das, ich stagniere. Mit dem Neuerfinden. Das und ist, wenn ich kann das dann auch irgendwie ein Ansporn sein oder es ist, in dem Fall kann es dir egal sein, ob deine Sounds bei Rubber Tracks sind oder auf irgendeiner Sample-CD. Ja. Weil du weißt ja eh, die nächsten Sounds klingen komplett anders oder zumindest anders. Ja, oder dass ich, wenn ich irgendwie im Sequencer was gebaut habe und es gefällt mir nicht, dass ich es dann lösche und dann sagen dann Leute irgendwie, boah, heb doch das auf oder heb doch das VST auf, bevor du es bounced und so. Also ich denke mir dann halt, nee, ich mache dann einfach einen neuen Sound, einen besseren Sound, also nochmal, ne? Genau. Ja. Also bevor ich dann irgendwie mich zu Tode an dieser Idee frickle und dann eh nichts rauskommt am Ende, mache ich das einfach weg und mache was Neues. So. Ja, genau. Ja gut, also wir haben jetzt 53 Minuten haben wir jetzt gequatscht, das ist eigentlich schon ganz gut. Wahrscheinlich ungefähr 600 Mal Rubber Tracks gesagt, eigentlich müssten wir Geld von Converse bekommen. Ja, wir können die doch mal... Frag mal, ob die Werbung schalten. Ja. Und was wir auch noch brauchen, wir brauchen einen Titel, wie der Podcast heißen soll. Ich habe den jetzt hier Musocast genannt. Ja, das ist gesampled im Prinzip. Ja, das ist doch remixed quasi. Genommen und ein bisschen verändert. Ja, schick's doch mal den Non-Eric. Vielleicht kann das in seine Show einteasern. Mhm. Mhm. Ich glaube. Mhm. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Man könnte es ja einfach Producer Network nennen. Dann hätte man einen alten Klassiker wieder auferlebt. Ja, da müssen wir nochmal getrennt brainstormen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier einen Cut und dann kann man sich das ja nochmal anhören, ob das geil ist. Nachti! Ja. Okay. Nachti! Nachti!